Dann würde ich sagen, beginnen wir jetzt mal mit dem Seminar. Und zwar mit dem Seminar zur Kooperation zwischen Quiz Academy und CLET. Genau, ich will in den nächsten 20 bis, denke ich mal, 25 Minuten euch ganz kurz zeigen, was die Kooperation umfasst und wie ihr auf die Inhalte zugreifen könnt. Und eines vielleicht schon mal vorweg, das ist gerade ein Pilotprojekt, was wir hier mit CLET machen. Ich werde euch auch gleich mal die Lehrwerksreihen zeigen, die wir in dem Kontext anbieten. Und wenn das natürlich sehr gut läuft, dann wird es natürlich erweitert werden. Das Interesse ist da. Und sicherlich werden auch andere Verlage auf uns zukommen in dem Kontext und das gleiche System, denke ich mal, auch einsetzen wollen. Genau, von daher, wenn euch das gefällt, gebt das gern weiter. Entsprechend auch an die Lehrkräfte, die jetzt schon direkt einen Mehrwert davon haben. Und ihr wisst, wenn es gut läuft, dann sind sicherlich auch weitere Lehrwerke dann irgendwann enthalten. Genau, ganz kurz zu mir. Mein Name ist Robert Etzdorf. Ich bin einer der Geschäftsführer von Quiz Academy und ich bin auch verantwortlich für die Seminare. Und wir bieten regelmäßig Seminare an. Ich hoffe, mein Bildschirm kann man sehen. Und zwar bieten wir immer mittwochs 13 oder 15 Uhr ein Seminar an zu verschiedenen Themen, insbesondere zu unseren Funktionen, Kursen, Live-Event und Examen. Und auch ein Einführungsseminar. Das heißt, man kann sich hier auf der Seite quizacademy.de/Seminare über unsere Live-Seminare informieren. Heute, wie gesagt, geht es um die Kooperation zwischen CLET und Quiz Academy. Dazu gibt es eine Seite, die wir erstellt haben, eine Landingpage. Und zwar findet man die unter quizacademy.de/CLET. Und hier informieren wir über die Kooperation. Einmal findet man hier ein Video. Das geht circa 15 Minuten und beschreibt nochmal genau detailliert das, was ich hier in dem Seminar auch sage. Und hier findet man auch die Lehrwerksreihen. Aktuell ist es hauptsächlich in dem Bereich Nico und Zebra sind die Inhalte, also im Grundschulbereich. Und es wird auch schon Inhalte geben für starke Seiten und Leben gestalten. Das sind die Inhalte, die wir aktuell anbieten. Was genau bieten wir an? Und zwar bieten wir vorgefertigte Kurse, die von CLET-Redakteuren erstellt wurden, an, sodass ihr als Lehrkräfte direkt auf diese Inhalte zugreifen könnt, nicht selber Inhalte erstellen müsst und sozusagen Ergänzungsmaterial in Form von Quizfragen für Lehrwerksreihen habt. Was man dafür braucht, das ist ein Account in Quiz Academy. Die meisten von euch haben den schon. Wer den noch nicht hat, der müsste sich entsprechend bei Quiz Academy registrieren. Und das macht man über den Button jetzt registrieren. Und dann bekommt man einen Lehrer-Account. Ganz wichtig hier nochmal an der Stelle: Lehrkräfte müssen sich registrieren, Schüler nicht. Ja, das ist nochmal ganz, ganz wichtig. Das heißt, es geht hier nur um Lehrkräfte. Und um das Ganze zu beantragen, füllt man das Registrierungsformular aus. Wir bekommen das, erstellen den Account. Und dann könnt ihr damit auch schon loslegen. Die Zugangsdaten bekommt ihr dann per E-Mail. Und ich logge mich gleich mal in das Autorentool slash CMS ein und dann zeige ich euch, wie ihr mit den Kletterinhalten dann auch starten könnt. Wenn ihr es mal ausprobieren wollt, kein Problem. Es gibt ja auch einen Testbereich mit Testzugangsdaten, die werde ich gleich nutzen. Test.user@quizacademy.de und dem Passwort Start123. Und dann könnt ihr es auch einfach mal so ausprobieren, ohne direkt einen Account in Quiz Academy als Lehrkraft haben zu müssen. Genau. Dann legen wir gleich mal los. Und zwar, ich logge mich jetzt in den Bereich Schule ein, also School. Und die Zugangsdaten gebt ihr entsprechend in dem Feld ein. So, ja, machen wir hier. Ah, wie will das gerade nicht? Genau, jetzt geht er rein. So, Test-User und das Passwort ist dann Start123. Großes S, so wird es geschrieben. Großes S, Start zusammengeschrieben, 123. Und jetzt bin ich auch schon drin und jetzt seid ihr in dem CMS oder Autorentool. Jetzt könnt ihr mit euren Inhalten starten. Und grundsätzlich ist Quiz Academy dazu gedacht, eigene Inhalte zu erstellen und über die Funktion Kurs, also ein Selbstlernmodul, ein Live-Event, eine Alternative zu Kahoot oder auch zu Mentimeter oder auch ein Examen, eine digitale Prüfung auch zu nutzen. Aber wie gesagt, im Rahmen der Kooperation bieten wir euch Inhalte für Lehrwerksreihen von CLET an. Und die findet ihr, indem ihr auf den Kursmarkt geht und in dem Kursmarkt nach dem Begriff CLET sucht, einfach CLET eingeben, Enter drücken und dann findet ihr hier schon die Lehrwerksreihen, auf die ihr zugreifen könnt.
Ich nutze mal zum Beispiel das Nico 4 Sprachbuch. Dann klicke ich hier auf das Plus entsprechend. Hier unten seht ihr schon, die Auswahl wird hier unten angegeben und ich kann das Ganze importieren. Und wenn ihr jetzt in euren Kurs reingeht, also das heißt jetzt auf Kurse geht, dann findet ihr dieses Lehrwerk entsprechend schon vorbereitet. Ich kann sozusagen raufklicken und jetzt sehe ich die Details von diesem Kurs. Was umfasst der Kurs? Ihr seht hier die Anzahl der Quiz. Das heißt, wir haben in diesem Kurs 58 Quiz erstellt, beziehungsweise die Redakteure von Klett haben das erstellt. Und die einzelnen Quiz beinhalten jetzt Fragen, auf die ihr zugreifen könnt. Wenn ihr das jetzt euren Schülern zur Verfügung stellen wollt, dann könnt ihr das über den oberen Bereich machen. Und zwar hier oben sind die Zugangsdaten. Die könnt ihr auch vergrößern über diesen Button hier. Und dann könnt ihr beispielsweise einen Kursflyer herunterladen. Der Kursflyer sieht so aus. Den könnt ihr dann ausdrucken oder per PDF an eure Schüler geben. Er sieht genau so aus, öffnet sich entsprechend hier unten. Und er hat dann genau die Informationen, um auf dieses Lehrwerk zuzugreifen. Name, der Link, QR-Code und PIN. Und dann könnt ihr das euren Schülern geben und sie können sofort damit lernen. Und das ist hier ein Selbstlernmodul, das genutzt wird, um sozusagen Inhalte einfach nochmal mit Quizfragenformaten zu vertiefen. Wie sieht das Ganze aus? Ich kann den Kurs einmal öffnen hier und euch das einmal zeigen. Hier haben wir jetzt mal den geöffneten Kurs und jetzt kann ich hier auf diese einzelnen Quiz klicken, die mich interessieren an Schüler. Und jetzt kann ich entsprechend diese Quizfragen hier beantworten und habe sofort entsprechend auch ein Feedback. Weil das Ganze kann digital sofort durchgeführt werden. Und die Schüler haben sozusagen einen Mehrwert und ein digitalisiertes Produkt zu dem Lehrwerk. Wir empfehlen aber auch die Verwendung unserer Apps. Und die Apps kann man verwenden auf den Smartphones, wenn die Schüler Smartphones haben, oder bei Tablet-Klassen eben auch auf den Tablets. Und das hat verschiedene Vorteile. Ich habe ja schon gesagt, dass die Schüler keinen Account benötigen. Und wenn ich hier in diesem Kurskontext in der Webversion spiele, und wieder rausgehe, dann weiß im Zweifel das System nicht, wenn ich zurückkomme, dass ich schon mal Fragen gespielt habe. Das Ganze ist auf den Tablets ein bisschen anders. Und zwar können wir auf den Tablets lokal speichern, welche Frage schon wie beantwortet wurde. Und aufgrund dieser Ergebnisse können wir dann auch entsprechend Analysen bereitstellen. Und hier möchte ich mal kurz auf ein Video verweisen. Und das findet ihr unter dem Bereich Quiz Academy Tipps und dann Kurse. Es öffnet sich gleich mal. Ich will euch mal hier ganz kurz zeigen, wie die Schüler dann auf eure Inhalte zugreifen können und wie sie mit der App auch effektiv lernen können. So, überspringen wir mal, machen eine kurze Pause. Jetzt würde ich mal ganz kurz 3 Minuten das Video zeigen. Das zeigt, wie es verbreitet, wie die Schüler darauf zugreifen können, die Vorteile der App und nochmal die Lernmöglichkeiten innerhalb der App, beziehungsweise die Nutzung auch auf den Tablets. Let's go. Zugriff und Lernmöglichkeiten in der Quiz Academy App. In Quiz Academy können Lernende die Webversion oder unsere Apps in Android und iOS verwenden. Die Webversion kann auch auf Smartphones verwendet werden. Wir empfehlen jedoch ausdrücklich die Verwendung der Apps, da diese verschiedene Vorteile haben. Sie sind für das Smartphone optimiert. Sie bieten zusätzliche Lernoptionen wie den Lernplan und die Lernsession, Offline-Nutzung, eigene Erstellung von Karteikarten und Quizfragen und so weiter. Achte darauf, die richtige Version zu verwenden, da es eine School Edition, eine University Edition und eine Quiz Academy Edition gibt. Lernende benötigen bei Quiz Academy keinen Account und müssen sich nicht registrieren. Die Nutzung von Quiz Academy ist für Lernende grundsätzlich kostenfrei. Zugriff auf Inhalte deiner Lehrenden. Möchtest du auf die Inhalte deiner Lehrenden zugreifen? Dann öffne einfach die Quiz Academy App. Du landest auf der Übersicht Meine Inhalte. Diese ist noch leer. Nutze die Schaltfläche unten rechts in der Ecke, um auf die Quiz Academy Funktion zuzugreifen. Nun stehen dir 3 Möglichkeiten zur Verfügung. Entweder du gibst den PIN-Code des Inhalts direkt ein oder nutzt den eingebauten QR-Scanner, um den QR-Code der Funktion einzuscannen. Darüber hinaus kannst du auch die manuelle Suche benutzen. Zugriff auf Quiz Academy Inhalte. Sowohl in der Webversion als auch in der App findest du eine manuelle Suche. Die Suche erlaubt es, nach Kursen zu stöbern oder diese direkt zu suchen. In unserem Kursmarkt sind Inhalte zu den unterschiedlichsten Themen von Quiz Academy Nutzern und exklusiven Partnern zu finden.
Lernmöglichkeiten in der App. Einfaches Lernen. Das ist die grundsätzliche Option, Inhalte in Quiz Academy zu lernen. Öffne einen Kurs, gehe in das entsprechende Quiz oder den entsprechenden Karteikartenstapel und lerne die Inhalte von Anfang bis Ende durch. Lernsession und Lernplan. Lernsession und Lernplan gibt es für Quizfragen und Karteikarten. Lernsession. Lerne genau das, was du möchtest. Über eine Lernsession kannst du dir individuell deine Lerninhalte zusammenstellen. Du kannst wählen, aus welchen Quizfragen oder welchen Karteikartenstapel Karteikarten berücksichtigt werden sollen. Du kannst auch aussuchen, in welcher Reihenfolge du spielen möchtest. Du kannst zusätzlich wählen, welche Inhalte du spielen möchtest. Alle Inhalte, nur nicht gewusste Inhalte, nur Favoriten oder nur noch nicht beantwortete Inhalte. Die Anzahl der Inhalte, welche aufgrund deiner Auswahl in der Lernsession gespielt werden können, wird hier unten im Bildschirm angezeigt. Lerne genau das, was du solltest. Der Lernplan stellt dir auf Basis eines intelligenten Algorithmus genau die Inhalte zusammen, die du lernen solltest und erinnert dich daran, wenn du es möchtest. Je öfter du eine Quizfrage oder Karteikarte richtig beantwortest, umso seltener musst du sie wiederholen, damit du sie dir langfristig merken kannst. Der Lernplan besteht aus 4 Lernstufen. Inhalte in Lernstufe 1 werden jeden Tag gelernt. Inhalte in Stufe 2 werden jeden dritten Tag gelernt. Inhalte aus Stufe 3 jeden 7. Tag und Inhalte in Stufe 4 nur jeden 30. Tag. Beantwortest du eine Quizfrage oder Karteikarte richtig, rutscht sie eine Lernstufe höher. Beantwortest du sie falsch, rutscht sie eine Lernstufe tiefer. Wenn alle Inhalte in der Lernstufe 4 sind, sollten die Lösungen in deinem Langzeitgedächtnis gespeichert sein. Weitere Funktionen. Genau, das mal zu den Lernoptionen. Ich fasse mal nochmal ganz kurz zusammen, was bisher aus meiner Sicht wichtig war. Und zwar, ihr könnt einen Kurs, wenn ihr zum Beispiel die Lehrwerksreihe habt von Klett, die ihr nutzt und ihr möchtet gerne digitale Quiz dazu nutzen, dann könnt ihr das über Quiz Academy ganz einfach machen, indem ihr euch einloggt in das System. Das heißt, die Lehrkraft braucht einen Account, kann sich einloggen. Über den Kursmarkt findet man dann entsprechend das Zusatzangebot zu dem Buch. Das kann man sehr einfach bei sich reinladen. Und dann könnt ihr als Lehrkräfte euren Schülern diese Zugangsmöglichkeiten, also PIN oder QR-Code oder Link zur Verfügung stellen und die Schüler können selbstständig damit lernen. Das, was ihr auch noch habt entsprechend, ist ein Feedback über die Lerngruppe. Das heißt, ihr seht genau, hier sieht man das, wann wird gelernt und wie wird gelernt. Anonymisiert, wir haben ja keine Accounts für die Schüler, aber ihr könnt zumindest sehen, in welchen Kapiteln sind die Schüler wie gut, ja, und wie oft lernen sie das eigentlich. Und das ist eigentlich die grundsätzliche Information, die aus unserer Sicht hilft, auch Fehlwissen zu visualisieren und dann im Unterricht nochmal genauer darauf einzugehen. Und wie gesagt, empfehlen wir bei der Verwendung eben die Apps, also über ein Smartphone oder über ein Tablet zum Beispiel, um wirklich auch den vollen Funktionsumfang von der Lernsoftware auch bereitzustellen. Ist das bis hierhin erstmal klar geworden, wie das Kurskonzept aussieht und wie ihr darauf zugreifen könnt und wie ihr es nutzen könnt? Ja, verstanden. Okay, super. Aber wenn irgendwas unklar ist, gerne die Fragen einfach auch in den Chat. Da gucke ich mir das gerne in Ruhe an. Was ihr auch machen könnt mit diesen Inhalten, und zwar habt ihr diese 58 Quiz. Und wir bieten ja verschiedene Funktionen. Nicht nur ein Selbstlernmodul, sondern auch zum Beispiel ein Live-Event. Einige kennen das vielleicht so von Kahoot und genau das bieten wir auch an, entsprechend datenschutzkonform. Und ihr könnt zum Beispiel die einzelnen Quiz auch individuell als Live-Event spielen. Wenn ihr zum Beispiel dann mit den Schülern im Unterricht seid und wollt jetzt nicht, dass sie ein Selbstlernmodul haben, sondern dass ihr das gemeinsam einmal spielt, auch mit Bestenliste, mit Gamification, dann könnt ihr zum Beispiel dieses Quiz, was ihr über den Kursmarkt schon runtergeladen habt, Wortarten, Normen, Verbe und Adjektive, könnt ihr dann ganz einfach über diese 3 Punkte hier auch in ein Live-Event umwandeln. Und dann werden die Inhalte gleich in ein Live-Event überführt und ihr könnt direkt dann dieses auch live mit den Schülern spielen. Das habe ich mal gemacht. Jetzt haben wir hier diese Fragen, es sind 8 Fragen entsprechend drin. Und ich will euch mal ganz kurz nur zeigen, wie ihr das Ganze startet und wie ihr das dann mit den Schülern durchführt. Das heißt, ich gehe mal auf Live-Event freigeben. Jetzt kann ich mir ein Branding auswählen, weil ich mehreren Lehreinrichtungen zugeordnet bin, ist in der Regel bei euch nicht der Fall. Und jetzt habt ihr hier die Verbreitungsmöglichkeiten. Im rechten Bereich kennt ihr ja schon über einen QR-Code, PIN-Code oder über einen Link.
Und hier haben wir auch nochmal ein paar Optionen zum Einstellen. Das heißt, ihr könnt einmal die Antwortzeit einstellen für die Fragen. Ihr könnt eine Musik einstellen. Ihr könnt die schnellsten Spieler anzeigen lassen, eine Siegerehrung am Ende zeigen oder auch die Ergebnisse nochmal ein Zwischenfeedback nochmal abfangen. Zeige ich euch gleich mal ganz in Ruhe. Und dann könnt ihr damit schon starten. Will ich euch mal zeigen. Und zwar gebe ich mal hier den Link in die Zwischenablage. Das Ganze könnt ihr natürlich auch offline machen, das heißt in Präsenz, muss natürlich nicht online sein. Dann nutzt er den QR-Code oder den PIN, um daran teilzunehmen. Ich habe das mal hier verbreitet im Chat. Und ich würde mal jetzt hier nochmal auch selber daran teilnehmen, um euch das mal zu zeigen. Das heißt, ganz einfach den Link zum Beispiel eingeben, QR-Code scannen oder welche Art auch immer. Dann geben sich die Schüler einen anonymen Namen oder auch gerne einen Klarnamen, je nachdem, wie sie wollen. Klicken auf Weiter und erscheinen entsprechend in der Übersicht der Teilnehmer. Genau, die Teilnehmer sind im Wartebereich, bis ich als Lehrkraft es starte. Wenn jemand von euch daran teilnehmen möchte, gerne. Ansonsten starte ich einfach auch nur mit einem Teilnehmer entsprechend das Live-Event. Genau, also ich starte einfach mal. In der Regel kommen jetzt hier entsprechend die ganzen Schüler, werden aufgelistet. Ihr könnt euch gucken, wer ist schon dabei, wie viele sind zu erwarten, wie viele sind drin. Und die Idee ist ganz einfach, das heißt, ihr werft jetzt nacheinander entsprechende Fragen an die Wand oder verbreitet die entsprechend, die Schüler stimmen ab. Ihr könnt sozusagen zeigen, wie oft wurde welche Antwort ausgewählt, welche Antwort ist richtig. Und die Schüler haben auch entsprechende Punkte und können sich in der besten Liste miteinander messen. Also Start, 3, 2, 1. Jetzt kann entsprechend ausgewählt werden. Ich wähle mal irgendwas random aus. Genau, 1 von 1 wurde abgegeben, dann wurde dann vielleicht auch stehen 18 von 18 oder dergleichen. Ich kann zur Auswertung springen. Jetzt habe ich mal eingestellt, dass zum Beispiel nicht gleich die richtige Antwort angezeigt wird, sondern dass ich erstmal nur sehe, welche Antwort wurde wie häufig ausgewählt. Ist nochmal so ein bisschen Feedback mit den Schülern, um mal drüber zu sprechen. Und wenn ihr der Meinung seid, jetzt will ich die Auswertung zeigen, dann klicke ich auf Ergebnis anzeigen und dann sehe ich auch, dass Wortarten richtig ist. Wer hat am schnellsten geantwortet? Wir haben hier unten eine Bestenliste mit dabei. Die Teilnehmer haben Feedback und so könnt ihr das sozusagen im Unterricht direkt nutzen als Live-Event. Würde ich jetzt gar nicht weitermachen, sondern wir haben jetzt hier noch 8 Fragen. Entsprechend am Ende gibt es eine Siegerehrung, sodass wir hier auch eine Motivation haben zur Teilnahme. Genau, das war es eigentlich im Wesentlichen, was ich heute mit auf den Weg geben wollte. Wir haben noch 3 Minuten Zeit. Ich will nochmal wirklich hinweisen auf die Seite quizacademy.de und dann /klett. Das ist sozusagen die Landingpage, über die ihr euch darüber informieren könnt. Wenn hier weitere Inhalte von Klett dazukommen, dann werden die hier auch veröffentlicht. Und genau, hier gibt es auch entsprechend ein Video. Guckt euch das gerne nochmal im Nachgang an. Das geht so 15 Minuten und erklärt nochmal alles im Detail nochmal, was ich hier heute auch gesagt habe. Es gibt ja auch einen Schülerbereich. Hier nochmal die Apps, wie man darauf zugreifen kann, welche Apps verwendet werden sollen. Und die Schüler können auch direkt die Inhalte spielen. Kann ich euch nur empfehlen. Genau. Dann bedanke ich mich erstmal für die Aufmerksamkeit. Und ja, wenn ihr Fragen habt, schreibt die gerne in den Chat oder stellt die auch gerne persönlich.